Herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Wir spielen hinter der letzten Grenze aus der Airline Tycoon Deluxe Class Kampagne. Das ist jetzt die letzte Mission der First Class Kampagne. Wir haben natürlich noch die Evolution Kampagne für euch. Da haben wir noch etliche Missionen und wie gesagt, das ist erstmal die letzte Mission von der First Class Kampagne. Kleine Änderung bei den Spielern. Wir haben jetzt den Puffification angeschrieben und wollte gerne gegen mich spielen und den Exodiquas LP habe ich jetzt einfach mal ausgetauscht, weil der schon sehr lange mitspielt. Wir spielen natürlich wieder Tina Cortez und los geht's. Ja, das allseits bekannte Spiel geht wieder los, die Besprechung und da hören wir mal, was der Ulrich uns so zu sagen hat. Guten Morgen zusammen. Es geht um den größten Fortschritt in der Raumfahrt. Wir müssen den Tourismus im Weltall fördern. Dazu sind Raumstationen in der Erdumlaufbahn notwendig. Wer eine Station hat, der bestimmt auch die Flüge ins All. Also, bauen Sie ein. Der NASA-Shop wird Sie mit allem versorgen, was Sie brauchen. Ja, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor für die Zuschauer, die schon länger dabei sind. In der normalen Airline Tycoon-Kampagne sollten wir keine Raumstation bauen, sondern einen Space Shuttle. Diesmal die Raumstation bauen. Läuft im Endeffekt wieder so ab. Ich werde gerade hier mal meine Flüge einmal planen, dann zeige ich euch, dann sage ich euch gleich nochmal exakt, worum es geht. Ich setze jetzt erstmal hier einfach ein. So, den Rest kümmere ich mich gleich. Wir haben ja eh noch genug Zeit. Ist eh Samstag. Ja, wir haben jetzt dieses tolle Teleskop. Und hier würden wir dann die Raumstation sehen, je nach Fluglinie. Hier Sunshine Airways, Falcon Lines hier und Phoenix Travel hier und Honey Airlines hier. Da würden die Raumstationen dann hinkommen. Hier vorne ist wieder der NASA-Shop, da gehen wir mal rein. So, und hier ist es wieder so, Moment, da Bauteile kaufen. Und dann können wir halt hier die einzelnen Bauteile kaufen. Das Ganze ist etwas aufwendiger als beim letzten Mal und wird auch deutlich teurer werden. Das sind nur die ersten drei Teile, es sind insgesamt natürlich mal wieder 10 Teile, aber die ersten drei Teile müssen erstmal gekauft werden. Grundsätzlich ist es so, die gesamte Raumstation, habe ich hochgerechnet, kostet circa 124 Millionen Euro. Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Sicherheitsberater haben, müssen wir nur noch 112.84 Euro bezahlen. 112,48 Millionen Euro bezahlen. Wenn wir noch einen Kredit dazu nehmen, und das dürfen wir auch in dieser Mission, müssen wir nur 75 Millionen Euro bezahlen. Also müssen wir nur 75 Millionen erwirtschaften und den Rest holen wir uns durch einen Kredit dazu. Okay, soweit erstmal grundlegend zur Theorie. Ich werde mir jetzt immer daran machen, viel Geld zu holen. Vielleicht können wir auch noch Airlines übernehmen mit der Zeit. Und zwar müssen wir erstmal ein paar Aktien mietieren. Ihre Firma. Zurück, aber welche? Ich fass. Ja. So, jetzt haben wir schon mal ordentlich Geld. Jetzt müssen wir erstmal unsere restlichen Aktien noch verkaufen. Ich von welch? Von. Ja, von welcher Firma möchten Sie sonst noch Aktien? So, jetzt müssen wir die Rendite nochmal gerade auf Null setzen, dass unsere Aktie auch schön in den Keller fällt. So, jetzt haben wir schon ordentlich Geld. Jetzt nehmen wir nochmal Kredit ordentlich auf. Wunderbar. So. Jetzt wollen wir erstmal unsere Flugzeuge ausstatten. Zumindest mal die Augsburg. Okay. Die ist ausgestattet. Jetzt nehmen wir nochmal die First Class Passagiere raus. Und dann haben wir unser erstes Routenflugzeug auch schon fertig. Die Route, das werden wir ähnlich machen wie in den vorherigen Let's Plays. Wir holen uns wieder die Berlin-Delhi Route, die mieten wir uns. Habe ich jetzt gemacht. Ich glaube, wir haben sogar noch eine andere Route, die können wir wegwerfen. So, die kündige ich erstmal und dann habe ich nur noch die Delhi-Route. Und die werde ich jetzt
natürlich wieder den ganzen Tag fliegen, ähnlich wie ihr das aus den anderen Let's Plays schon kennt. Luxuspreis werde ich hier natürlich wieder einstellen. So, haben wir auch erledigt. Wunderbar. Das Flugzeug wurde ja schon ausgestattet, ist auch perfekt. Dann gucke ich mir mal gerade die Sitzplätze an. 240 Stück, das ist schon mal eine ganze Menge. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viel in die Halle passen. Ich glaube 168, ups. Ich glaube 168, wenn ich da mich richtig erinnern kann. Ich gucke mal einfach. Weil dann können wir das Flugzeug auch eventuell einsetzen, um weiter zu fliegen. 3800 Kilometer Reichweite. Ich werde das erstmal umbenennen nochmal. So, das ist unser Deli-1 Flugzeug. Guck ich mal, die Deli-Route lässt sich natürlich mit der Halle nicht fliegen. Das heißt, da miete ich mir jetzt noch eine andere Route an. Und wir haben hier ja 168 Personen. Wir hatten hier insgesamt 3800 Kilometer Reichweite. Gucken wir mal, ob wir da nicht was finden, eine Route, die nicht mehr als 3800 Kilometer geht. Gucken wir mal gerade nach Moskau, haben wir hier zum Beispiel was. Das ist ein bisschen kurz, sollte natürlich auch möglichst lang sein, damit die Flugzeuge sich nicht lange hier im Flughafen aufhalten. 3800, ja, die nach Lanzarote wäre zum Beispiel ganz gut. Dann nehme ich die noch mit nach Lanzarote dazu. Das Flugzeug ist ohnehin kleiner, das heißt, eine Auslastung ist da, denke ich, kein Problem. Da die Lanzarote-Route auch gar nicht so viel Leute sind. Also hier sind ja bloß 800 Leute, die geflogen werden wollen. Dann ist das, denke ich, gar kein Problem. So, bauen wir mal gerade aus. Wunderbar. Luxuspreis hatte ich ja eben schon eingestellt. Muss man nur einmal überprüfen, dass man wirklich einen Luxuspreis drin hat. Gut. Damit sind wir für uns zu... Ja, ach ja, genau. Und natürlich das Flugzeug ausstatten. Hätte ich ja fast vergessen. So, einmal Vollausstattung. Haben wir. Jetzt nach der Vollausstattung werde ich es erstmal nochmal umbenennen. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, richtig geschrieben habe ich es auch. Ach, was spielt hier noch was? Lanzarote 1. Eventuell holen wir uns noch mehr Flugzeuge. So, ja, und jetzt kann es erstmal losgehen. Das heißt, heute ist Samstag. Das heißt, die Werbung hat heute zu. Also da können wir nichts machen heute. Wir können natürlich nochmal gucken, ob wir einen Sicherheitsberater finden. Könnte ja auch ganz interessant sein. So, Sicherheitsberater. Personalberater. Ja, den werden wir auch noch brauchen. Die werden wir auch noch brauchen. Und dann gucken wir mal, Sicherheitsmanager, hochbegabt, perfekt, genau so einen brauchen wir. Das heißt, jetzt haben wir erstmal alles geschafft, was wir für heute schaffen wollen. Wir können zwar nochmal gucken, ob wir ein bisschen Flugpersonal finden, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Mal sehen, ob wir da Flugbegleiter finden, die gut geeignet sind, sehr talentiert, ist immer schon gut. Hochbegabt, perfekt und auch sehr günstig. Mäßig, überdurchschnittlich talentiert. Teuer. Ich nehme mal einfach, empfiehlt mir ja hier die zu nehmen. Die sind sehr günstig und die packe ich dann auch gleich mal alle mit ein. Auch wenn wir dann ein paar zu viele haben, aber das spielt, glaube ich, keine große Rolle. Ich werde mal gucken, dass wir auf die Nummer 2 dazu kriegen und das andere, ups, falsche Knopf. Und die Deli soll auch noch ein paar mehr Plätze kriegen. So. Das wäre es eigentlich auch schon. Dann werde ich mal den Tag beenden und... Ja, dieses Düdüdüdüd. Da hat offensichtlich jemand, der von Phoenix Travel und Falcon Lines, die haben schon jeweils einen Teil der Raumstation gekauft. Da sollten wir uns aber nicht von beeindrucken lassen an der Stelle. So, gucken wir mal, ob unsere Flüge, ja, die machen auf jeden Fall schon mal Gewinn. Das ist positiv. Ja, sehr schön. Dann mache ich nochmal einen Tag weiter, weil erst am Montag können wir Werbung machen. Und das werde ich natürlich dann auch tun direkt. Das Werbebüro macht um 12 auf, daher
11 oder 12? 12 oder 11? 12, genau, um 12 Uhr erst auf und daher lässt die Zeit nochmal ein bisschen vorspulen. Um gleich, um später noch mehr Geld zu machen, werde ich hingehen und werde mir hier auf jeden Fall auch noch bei dem Flugzeugmakler nochmal ein neues Flugzeug kaufen. Und zwar wird es diese hier sein. 767-300ER. Perfektes Flugzeug, wenig Verbrauch, viel Passagiere. Wir können hier richtig was reißen und damit, denke ich mal, werden wir auch richtig Gewinn machen. So, unsere Airline verliert auch so langsam ihr Geld. Ich werde jetzt erstmal von der Konkurrenz die Aktien kaufen. Und zwar das komplette Wasser haben. Dann fällt es mir später leichter, die zu übernehmen. So. Wenn nichts passieren kann, werde ich jetzt auch meine Aktien alle zurückkaufen und meine Rendite nochmal ein bisschen auf 25% aufstocken. Wunderbar. Den Kredit können wir leider noch nicht zurückzahlen. Ah, okay, das macht nichts, ist jetzt nicht so schlimm. Da gibt es schlimmer aus. Ja, wie wir sehen, es ist schon nach 12. Das heißt, ich kann hier in die Werbeabteilung. Ja, und zwar ist ganz wichtig, dass wir erstmal unsere Delhi-Route deutlich verbessern. Hier haben wir schon eine Auslastung von 37%, Image von 3. Und da werden wir natürlich noch volles Rohr was machen. So. Jetzt sehen wir auch, haben wir hier schon 49% Image. Momentan ist kein Geld mehr da. Jetzt machen können wir nichts. Ein bisschen Rabatt gibt es natürlich auch. Das ist eine schöne Sache. Und auf zum nächsten Tag. Ja, wunderbar. Falcon Lines hat schon zwei von den Raumstationen teilen. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge. Da hänge ich natürlich ein bisschen hinterher. Ich denke aber nicht, dass das was macht. Denn am Ende werden wir, oder werde ich vorne liegen. Ich zumindest stark von aus. Jetzt überprüfe ich nochmal gerade den Flugplan. Noch ein bisschen erweitern das Ganze. Lässt sich hier leider nicht, schade. Die Flüge auch immer verrutscht. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Falls einer von euch weiß, woran es liegt, dass die Flüge teilweise so komisch verrutschen, solltet ihr mir mal einfach Bescheid sagen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Und vielleicht lässt es sich auch irgendwie vermeiden, weil das ist schon ein bisschen störend. Später macht das nicht mehr so viel aus. Aber momentan ist es wirklich relativ doof, sag ich mal. Später habe ich sowieso so viel Geld, wo es, wie gesagt, dann macht es einfach durch die viele große Menge an Geld nichts mehr aus, aber... So, okay, jetzt fehlt noch ein Berlin-Flug. Oh, nee, falsch. Jetzt fehlt hier noch ein... Ach, Quatsch, Lanzarote-Flug fehlt da. So, und noch ein Lanzarote-Flug. Jetzt passt es. Sehr schön. Jetzt würde ich sagen, müssen wir erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Meine Konkurrenz kauft wieder fleißig. Wir machen allerdings mittlerweile auch schon guten Gewinn. Gucke ich mir mal an, wie viel Gewinn wir überhaupt mit der Delhi machen. Ah, die macht schon richtig gut Gewinn. 219 Passagiere. Ich glaube, da ging aber noch mehr. 42, ja. Sieht aber bisher sehr gut ausgelastet aus. Ich gucke mir mal die Lanzarote an. Die ist noch nicht so richtig ausgelastet, also für die Fluglinie werde ich auf jeden Fall, oder für, ja, dafür werde ich auf jeden Fall heute noch Werbung machen. Gucken wir mal, was die Konkurrenz so macht. Die hat keine neuen Aktien ausgegeben, mein Aktienkurs ist erstmal stabil, hat sich quasi stabilisiert. Und ja, ich würde sagen, ich warte jetzt erstmal bis Mittag und dann werde ich meine Lanzarote-Route nochmal etwas verbessern. Aber ich denke, in diesem Let's Play werden wir nicht mehr allzu viel machen, da unsere Zeit ein bisschen knapp wird. Deshalb mache ich an dieser Stelle eine kleine Pause. Bis zum nächsten Let's Play.